Mahlzeit, Freunde. Neues Video und heute geht's direkt weiter mit unser letzte Woche gestartetes Format Will haben. Letzte Woche Kadett GSI 16V ist ja brutal gut angekommen bei euch. Ich hatte vorher wirklich ein bisschen Angst. Der Tim hat mir auch Angst gemacht, weil der Tim ja für solche alten Autos wenig Empathie empfindet, richtig? Das ist nicht so dein Ding? Das stimmt nicht grundsätzlich. Sondern? Also es gibt viele Autos, an denen ich null Interesse habe. Aber auf deiner Liste habe ich dir direkt schon gesagt, sind jetzt 3-4 Autos drauf. Da hätte ich selber Spaß dran, dann würde ich selber gerne mal fahren. Auf jeden Fall hat mir das so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil ich dachte, hoffentlich interessiert so ein Kadett GSI 16V überhaupt viele Leute, so wie der mich interessiert hat. Und wir haben es gesehen, sehr gut. Ihr habt schöne viele Kommentare geschrieben. Also Daumen hoch von mir. Geiles Video, hat mir gut gefallen, dass euch das so gut gefallen hat. Heute mein nächstes Auto und dazu auch die Story. Unser Golf GTI, Golf 8 GTI, geht ja jetzt die Tage weg. Unser neues Auto kommt erst in 6-7 Monaten. Und da habe ich überlegt, welches Auto könnte ich für den Übergang kaufen? Und da ist mir ein Auto in den Sinn gekommen. Das haben von euch die wenigsten auf dem Schirm, nämlich ein Mitsubishi Colt. Und das steht da. Aber ist nicht ein normaler Mitsubishi Colt? Das wäre ja langweilig, weil was wollen wir mit Mitsubishi Colt, Tim? Ne? Also, als normaler Colt wäre für uns beide definitiv schon mal nichts, oder? Ich bin raus. Was müsste denn haben, damit er was für uns wäre? Leistung. Hat er! Nicht extrem viel, aber in dem Fall serienmäßig haben die 150 PS, 210 Newtonmeter und das Interessante ist, Turbo aufgeladen. Und alles, wo Turbo drauf ist, ist schon mal prinzipiell nicht verkehrt. Das Auto ist ein Kundenauto von uns, was uns zum Kauf auch angeboten wurde. Deswegen gucken wir uns auch genau diesen an. Der, ich müsste mal nachgucken, ich glaube 2018 haben wir den mal gemacht. Und der hat 200 PS, 205 PS mit knapp 300 Newtonmeter, ich glaube 295 oder sowas. Wir können jetzt mal ein Diagramm einblenden, dann seht ihr das. Auch die Eingangsmessung, der hat leicht nach oben gestreut, ich glaube 165 PS oder irgendwie sowas. Im Nachhinein ist jetzt nochmal eine Downpipe reingekommen, das heißt, die Leistung ist eher tendenziell einen Ticken mehr wie jetzt. Ist 1,5 Liter Turbo. Interessant ist, dieser Motor gibt es sogar im Smart, Tim. Allerdings in diesem 4-4, da könnt ihr jetzt mal googeln, 4-4 Smart als Bravos-Version, der Motor drin, 177 PS dort Serie, kann man auch knapp über 200 PS im Smart fahren. Lass doch mal die Motorhaube aufmachen. Ja, also wir kriegen ja erstmal einen Gesamteindruck. Also ein sehr schönes, biederes Auto. Also ein Schaf, würde ich sagen. Ne? Der Wolf im Schafspelz, wenn man da schon reden kann von. Ich bin gleich gespannt. Wir wollen, haben wir letzten Video leider vergessen, 100-200 im Kadett. Wäre eine super geile Idee gewesen. Ich weiß nicht, ob der Judah noch mal Zeit für hat. Dann könnten wir es noch mal machen. Wir hatten ja, ich musste ja leider weg. Und das war auch wichtig, der Termin. Und hier werden wir 100-200 fahren, wenn es jetzt nicht extrem stark anfangen sollte zu regnen. Ansonsten, ein Dreitürer haben wir hier in Schwarz. Ein bisschen tiefer, hier sind H&R-Federn drin. Tim, der Innenraum ist leider ein bisschen umgebaut aktuell. Wenn wir den kaufen sollten, kommen hier die Originalsitze wieder rein, eine originale Rücksitzbank. Hier sind gerade Recaro Pole Position drin. Die sind nicht mal verstellbar, die sind einfach fest angeschraubt. Ja, sieht auf dem ersten Eindruck ja schön sauber aus. Ja, das Auto ist auch ein sehr sauberes Auto, deswegen hätte ich auch tatsächlich Interesse dran. Ich bin gleich gespannt, was du dazu sagst. Wie gesagt, als Übergang oder so, als Katja will immer so einen Kleinwagen haben, weißt du? Deswegen habe ich ja schon mal Corsa A GSI geguckt, Corsa B GSI geguckt, würde ich auch mal Probe fahren. Ich habe den Tankdeckel aufgemacht, statt die Motorhaube. Ich denke gerade schon mal, dass hier los. Aha, zack, wo geht denn jetzt die Haube auf? Geht sie hier in? Ja, da. Elektrische Fensterheber, ich glaube Klima hat so ein Ding. Zentralverriegelung, Airbag-Lampe an, hat er wegen den Sitzen. Ach ja. Wo ist denn der Haubenlift hier? Zack. Das ist er. 1,5 Liter Turbo. Hier siehst du den süßen Krümmer. Süßes Teil, oder? Muss der Lader. Da unten sitzt er. Ganz unten. Brauchen wir Licht? Dann müsste ich mein Handy holen. Oder geht's so? Ja, sehen kann man jetzt nicht direkt. Ja, aber schön, klein, kompakt. Hier sitzt das Steuergerät, das ist ja eher das, was mich immer interessiert hier, ne? Da sitzt es in der Ecke. Ja. Ach, guck mal, wie klein und tief das alles ist hier vorne, ne? Also alles original hier. Wie gesagt, eine Downpipe ist hier nochmal reingekommen, danach haben wir den nicht mehr gemessen. Wie gesagt, ohne Downpipe schon 205 PS und knapp an die knappe 300 Newtonmeter. Den gibt es, den Motor gibt es sogar im Nachfolger Colt.
als Facelift. In der Schweiz mit 197 PS Serie-Tim und 303 Newtonmeter. Auch die kann man noch tunen, aber ich würde immer aufpassen, Drehmoment hier 300 bis 320 Newtonmeter, dann Schluss. Nur Leistung oben raus, solange der Lader das hergibt. Und ja, wir gucken einmal noch voraus und dann würde ich direkt sagen, wir fahren los. Wir fahren danach los. Einmal von hinten gucken, wie schön unauffällig das Ganze ist. Ja, Colt CZT. Die ganze Kombination gibt es auch noch als CZC. Dann ist das ein Cabrio. Ein zweisitziges Cabrio, so eine Art, ja, Cabrio. Ich wollte schon Holster sagen. Könnt ihr auch mal googeln, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das auch noch hässlicher gehen würde wie ein CZC. Aber wir wollen ja. Wir wollen ja was Unauffälliges. Also diese Autos liegen im Internet. Tim, was schätzt du, kostet so ein Ding? Hm? Jetzt bin ich gespannt. Nämlich da wird es interessant. Ja, da wir hier so ein Sondermodell haben und der Zustand jetzt ganz passabel ist für das Alter. Von wann ist der? Könnten wir jetzt gleich im Fahrzeugschein gucken. Ich glaube 2,8 oder sowas. 2,7, 2,8. Okay. Ja, weiß ich nicht. Wie viele Kilometer? Weiß ich auch nicht. Gucken wir auch nach. So, ich setze mich mal eben rein. Ah, 90.000. Fahrzeugschein. Ich habe leider gar keine Ahnung von den Autos, aber ich würde einfach mal sagen, so wie er hier steht, 6.000. Ha, die Hälfte. Die Hälfte? Ja, 2008er. Ich dachte halt vielleicht teurer wegen Sommer oder Sondermodelle oder sowas. Es gibt mit Sicherheit auch welche, wo du 6 für bezahlst. Aber im Schnitt sind die im Netz, je nachdem wie gut und schlecht, du kannst so ein Auto für 3 kaufen, du kannst 3,5 kaufen, du kriegst aber unter 4 kannst du so einen kaufen. Boah. 200 PS. Dann ist aber viel Auto dann. Und jetzt ist die Frage, wie viel Fahrspaß. Das finde ich interessant. Eigentlich müsste man ja sagen, schnelles Autos für kleines Geld. Wo kriegst du was, ob der schneller geht, sehen wir jetzt gleich. Aber wir gucken mal, wann Golf 5 GTI-Zeiten rankommen auf Driftbox-Zeit. Wobei Golf 5 GTI, wo werden die gerade gehandelt? Ja gut, mit den Kilometerständen findest du wahrscheinlich gar nicht mehr so viele. Ja, aber teurer auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich eher so 6, ne? Ja, du kriegst ja nicht mal einen Golf 4 GTI dafür, für den Preis. Mhm. Gibt's nicht, die steigen ja schon wieder. Ja. Also ich bin gespannt, was hier ist. Die Schaltseile, hat er mir gesagt, sind schwergängig, die muss man fetten. Guck mal, wie schön der Knüppel sich zu bewegen geht. So geht, aber rechts. Links ist richtig schwer. Geht der denn von alleine in die Neutralposition? Nein, der geht fest, der ist fest. Da müssen die Seile, sind wohl verklebt. Die kann man wohl fetten oder die Seile neu machen. Ja, das ist natürlich alles Plastik hier, ne? Das ist einfach so. Das ist halt so. Wie gesagt, so ein Auto 3.000 bis 4.000 Euro. Ich bin gespannt, wie das jetzt fährt. Wir sind die, also ich bin die ja schon ein paar Mal gefahren, allerdings immer nur im Prüfstand und eine kleine Runde. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, bei der Probefahrt so ein Ding zu kaufen. Da fahren wir jetzt mal ganz anders ran. Ich würde sagen, wir nehmen die GoPro mit und gehen auf die Bahn. Also man muss ganz klar sagen, Tim, optisch ist das ja keine Schönheit, so ein Auto, ne? Ne, ist nicht. Also, mein Fall ist es nicht. Also optisch guckst du das Auto ja nicht an und sagst ja, geile Karre. Tiefer, Felgen, hasse nicht. Also dieses Auto muss uns jetzt Preis-Leistung und vor allen Dingen Leistung überzeugen, weil ansonsten ist sowas überhaupt nichts für mich. Ich käme nicht mal auf die Idee, sowas mit einem normalen Motor zu fahren. Nicht mal ansatzweise. Alles Plastik, was weiß der Geil. Obwohl, Lenker hat dich gut in der Hand. Oh, hier sind so Knöpfe dran, was kann man denn damit machen? Kann man hier was laut und leise original machen oder was? Ja, welche Knöpfe dran. Hier ist übrigens, guck mal, die Pole Position, die schneller geht außenrum bei denen hier. Das Problem mit dem S2 und der Pole Position hat sich übrigens gelöst, ne? Wie? Indem ich originale 3B-Sitze kaufen konnte. Das heißt, die Pole Position fliegt wieder aus dem S2 raus und kommen die Originalsitze rein. Okay. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ich die gefunden habe. Die habe ich noch nicht bei mir, aber die kommen. Darüber freue ich mich. Ja, Sitzposition in diesen Sitzen hier, da du ja auch nichts vorstellen kannst gerade. Ist doch verboten sowieso überhaupt, ne? Das kann doch nicht eingetragen sein, oder? Nee, Sitzposition ist schon wild. Vor allen Dingen, ich kann nicht vor, zurück, nicht hoch, runter. Ich kann gar nichts machen. Ich liege beim Fahren gerade. Ja, ich bin ja auch hier. Ja, also ich fände das schön mit Originalsitzen, Original-Rücksitzbank in dem Auto, dass du nichts davon siehst, finde ich richtig gut. Boah, guck mal, da ist ein Martin. Ui, auch nicht schlecht.
Ja, des Weiteren haben sich auch viele gemeldet mit Autos, die nicht auf der Liste drauf waren, wo super Sachen bei sind. Auch amerikanische Autos. Eieieiei, da freue ich mich schon drauf. Es ist natürlich bei den meisten, die mich angeschrieben haben, reine Sommerfahrzeuge. Das ist natürlich bei so einem Wetter wie heute, macht das ja keinen Spaß, in so einem offenen Cadillac-Probe zu fahren, oder? Das macht mir nicht Sinn. Von daher freue ich mich auf die Sommermonate, auf so viele geile Autos, was ich da schon an Zusendung bekommen habe. Es wird wirklich mega. Ich freue mich richtig. So, aber heute mal, ihr glaubt es nicht, ich freue mich drauf, jetzt werde ich immer Gas zu geben. Ich bin echt gespannt. Weil es ist schon Ewigkeiten her, dass ich so ein Ding auf der Straße gefahren bin. Am Prüfstand ja, aber da spürst du ja nie eine Beschleunigung und sowas. Deswegen, oh, wir sitzen auch schön kuschelig zusammen, oder? Ja. Hier, so? Geht aber. Aber Mini ist... Was Mini? Mini ist, glaube ich, noch enger zusammen. Welcher Mini? Für den wir letztens hatten. Für die R56? Nein. Ich finde schon. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Also aber auf jeden guck mal, Fall nicht wie größer. Kopffreiheit wir hier haben. Ja, weil ja. Wir, so tief wir sitzen ja auch am Boden hier. Guck mal, ich kann die Hand fast gerade ausstrecken. Fahrwerk? Akzeptabel. Nicht am Hoppeln, oder? Kann man so fahren. Wir sind jetzt nur 5 Meter gefahren, aber ist soweit erstmal in Ordnung, ja. Ja, aber wenn du richtig schlechte Fahrwerke hast, dann bist du keine 5 Meter gefahren und da weißt du schon, hier stimmt was nicht. Oh, wir fahren jetzt direkt auf die Autobahn. Wollen wir das direkt machen? Ja, ne? Also es fährt und lenkt wie es soll. Also mir fällt jetzt nichts negativ auf. Wie gesagt, keine Schönheit, kein Design, wo jetzt stundenlang, monatelang einer sich darüber Gedanken gemacht hat. Zumindest sieht es so aus. Auch diese weißen Rädchen hier, das ist doch nicht schön, oder? Das hat mir auch gerade aufgefallen, dass die einfach aussehen wie unbehandelter Kunststoff. Ja, nicht schön, ne? Also ich glaube, die Dinger hier am Lenkrad sind, wenn du Originalradio hast, damit du lauter, leiser und weiterschalten kannst oder so. Knöpfchen. Also für Fahrsicherheit ist unsere Sitzposition nicht der beste. Das sag ich dir. Ich sitze hier wie so ein 18-Jähriger. Aber nicht alle 18-Jährigen. Oh, zack. Was natürlich auch klar ist, ich habe die Erlaubnis 100, 200 zu fahren und ich wortwörtlich, nee, das darf ich jetzt nicht so sagen, was ich mit dem Auto machen soll, ich soll es ausgiebig in allen Belangen testen. So war der Wortlaut. Ich soll richtig rannehmen. Nicht zaghaft sein, sondern ja, so, jetzt die Schaltung hier mit diesen Schaltseilen, das muss aber auf jeden Fall gemacht werden. Dritte Gang für 100 oder aus dem zweiten? Nee, wir probieren dritte Gang aus, oder? Wir machen mal dritte Gang. Bist du bereit? Ja. 80, dritte Gang und Feuer frei. Traktion haben wir. Haben wir. Abweichung kann ja passen, ne? Ja. 5 Gang übrigens, für die das interessiert. 5 Gang. Also ich muss dir sagen, der Kadett war geiler. Vom Feeling. Jetzt wissen wir leider nicht, ob der auch schneller gewesen wäre. Weil soundmäßig tut sich ja hier nichts, oder? Der nicht durch im Innenraum. Hatte ich das jetzt gepackt? Wie gesagt, für mich ist es nichts. Okay. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich gedacht, es fühlt sich eben krasser an in diesem Auto. Sag doch mal die Zeit erstmal. Die Zeit ist eine 20,67. Was eine gute Zeit ist. Also die Zeit ist gut. Die Zeit ist schnell für so ein Auto. Das ist schneller wie ein 5er GT und 6er GT Serie. Oder?
Oder waren 6er GT9 Ja, müssen wir jetzt noch korrigieren, aber ich würde sagen, ist ungefähr gleich schnell wie ein 200 PS Golf 5 GTI. Die sind langsamer. Was? Die sind langsamer. Ein originaler Golf 5 GTI ist langsamer. Aber wenn dann nur irgendwie 2 Sekunden oder so. Nur. Also wir probieren das jetzt nochmal aus. So, jetzt machen wir auch mal hier nochmal eben. Diese Schaltung macht mich jetzt aber schon gerade ein bisschen wahnsinnig. So, guck mal, zweite Gang, wenn wir das probieren würden gleich. Ich probiere jetzt mal einmal kurz. Da macht das Spaß. Ja. Da macht das Spaß. Das macht Spaß. Das ist gut. Da war jemand zu Hause. Zweite Gang war jetzt gut. Da habe ich jemand unter dem Kartoffel gerade gehabt hier. Unter dem Gaspedal. Schlägt hier, ne? Wenn man Klimaanlage klaut, ist das bestimmt Leistung, oder? Also zweite Gang war genauso, wie das sein muss. Wir probieren jetzt gleich nochmal. Zweite Gang ist genauso, wie man das braucht. Man darf auch nicht vergessen, auf der Autobahn ist das immer sehr emotionslos. Bei Autos in dieser Leistungsklasse. Damit es auf der Autobahn fetzt. Ja, wobei, mit dem Opel, wo unterwegs war, mit dem GSI, hat man im Video schon schön den Sound gehört und das hat sich schon... Der Sound hat da aber... Schneller, also vom Ansehen war das schneller, wie es war. Richtig. Obwohl, ich glaube, wenn eine Box drin gewesen wäre, der wäre nicht so langsam gewesen. Aber ohne Sound wäre beim Kadett die Emotion auch im Keller gewesen. Turbomotoren haben ja immer weniger Klang. Sei denn, du gehst aus dem Gas, hast Zwitschern aus Rallye-Autos und so. Ein Turbomotor ist halt geräuschmäßig immer ein bisschen zahmer. Du hast in der Ansaugung einen Filter, du hast in der Abgasanlage einen Filter von Turbolader, das meine ich mit Filter. Also alles wird klangmäßig, musst du den Turbolader durch. Deswegen hast du da immer weniger Geräusche. Wir bocken jetzt mal hier zweite, dritte und du meinst vierte soll ich durchziehen? Wenn das vom Drehzahlbegrenzer passt? 7,5 meine ich. Und gerade habe ich bei 7 geschaltet. Wir probieren jetzt nochmal, ob ich überhaupt aus dem zweiten in 100 reinfahren könnte, weil wir dann am Ende direkt eine vernünftige Messung haben. Also, die Drehzahl ist auf jeden Fall schon mal besser. Wir probieren jetzt mal. Guck mal, ich fahre 80 im zweiten. Und da dreht nur durch. Aber ESP hat auch geblinkt. Also im zweiten können wir leider, macht es keinen Sinn. Wir sind aber jetzt auch unter 100, ne? Ja. Ich probiere jetzt einfach nur mal, ist keine Topzeit, sondern einfach nur mal eben. Oh, jetzt hat dritte Gang gedreht. ESP hat geblinkt. Oh, fährt aber schon gut. Boah, jetzt habe ich den Gang. Hast du gemerkt? Ja, der war drin. Der war drin, jetzt ziehe ich auch durch. Ist egal mit Brücken, wir fahren gleich nochmal. Ich bleibe in dem Gang. Reicht das? Musst du vom Gas gehen. Oh. Und? Hat gereicht? Soeben. Aber vom Gas gehen, da hat er die 200 erreicht, wo du vom Gas gegangen bist. Aber war, glaube ich, deswegen trotzdem gültig. Oder? Der hält so viel bergab. Und wir hatten ja die Brücke noch mit drin. Ja, aber was war das jetzt mit ungültig? Das war jetzt ungültig nach 18,7. Okay, damit wir schon mal einen Anhaltspunkt haben. Wir machen jetzt am Ende ein. Jetzt war es schon besser. Ich glaube, man muss sich dran gewöhnen so ein bisschen, ne? Dritte Gang? Ja. Kannst du mal Tacho filmen gleich? Das kommt hier so langsam vor. Nur, ich kann von der Seite hier nicht reinfilmen. Ab 100 km/h sehe ich nichts mehr. Deswegen, kannst du nicht hier so rum bei mir? Deswegen habe ich gerade gar nicht weiter gefilmt. Geht dann nicht? Ich kann dir einfach hier ins Gesicht halten und siehst du halt nichts mehr. Was ich sehe, dann reicht. Ich muss nur schalten können. So. Und los. Hätten. Ja. Jetzt sind wir sogar langsamer geworden. Hat, glaube ich, nicht funktioniert. 21 irgendwas? 21,8. Ja. Und auch 0,65% bergab. Ja, also ich denke, man muss schalten. Ja, dann probier noch einmal aus mit, also in den fünften mitzuschalten. Oder egal, also eigentlich haben wir ja unsere Werte schon. Eigentlich spielt es gerade keine Rolle hier im Regen, jetzt irgendwas
was großartig zu machen. Du kannst sie ja mal anlassen, wenn die Bahn jetzt frei ist, probiere ich gerne nochmal aus. Wir haben ja zwei gültige Messungen, die man korrigieren kann. Ja. Und viel schneller wird es nicht, sagen wir so. Das ist richtig. Ich muss sagen, das fährt. Wir probieren jetzt gleich mal Stadtverkehr, weil eigentlich ist das ja auch kein Autobahnauto, richtig? Ja, aber so wie jetzt gerade, so zweite Gang, dritte Gang, macht auf jeden Fall mehr Sinn bei dem Auto. Hier macht ja mehr Spaß. Ja, das ist kein Autobahnauto. Kein Ding, was wo jetzt schreist, dass du 220 fährst oder so, ne? Nein. Vielleicht wird es sogar aus dem zweiten besser gehen. Also ich sag mal, das sind die schlechtesten Zeiten, die man fahren kann mit der Leistung. Eher besser. Vielleicht geht es aus dem zweiten raus, wenn eine Traktion. Das zweite brauchen wir jetzt gar nicht probieren, weil... Zweite? Soll ich nochmal? Ja, zweite. Jetzt passieren. Nur das Schlingerzeichen passiert dann die ganze Zeit. So. Ja, da ist zu viel Verkehr. Aber ich probiere dritte Gang nochmal, so fürs Feeling. Fürs Feeling nochmal. Wenn wir früher schalten. So, wann wäre denn? Ich denke mal, man kann hier schon schalten. Die Bahn ist nicht mehr zu bei dem Wetter. Also ich glaube, es geht schneller. Wenn wir dritte, vierte, fünfte gemacht hätten. Da haben wir ja die eine Messung. Hast du ja. Ja, aber da war ich noch nicht so am Knüppel hier. War noch nicht ganz auf dem Gas. Aber guck mal hier, wir fahren jetzt fünfte Gang. Dein Empfinden auf dem Beifahrersitz. Pass auf, 100. Willst du, halt mal drauf. Elastizität. Fünfte Gang, 100 km/h. Hast du? So, Vollgas. Einfach fünfte Gang Vollgas. Ja, jetzt immer weiter. Schieb, schieb. Fährt einfach so durch. Ganz sauber. Boah, ist das nicht draußen. Lecko funny. So, viel mehr brauchen wir auch eigentlich gar nicht machen. Wir wollten ja eine Probefahrt machen. Wie gesagt, ich hatte überlegt, so ein Ding zu kaufen. Wie gesagt, so ein Auto kostet unter 4 Scheine. Aber so richtig, nee, ich glaube, ich bin raus, Tim. Ist zwar ganz witzig und ganz cool, aber ich glaube, ich nehme nicht das Ding. Ist einfach nur eine Bauchgefühlssache jetzt gerade. Ich habe jetzt nicht dieses, darum machen wir dieses Video. Ich habe nicht dieses, will haben, lass stehen, ich nehme mit. Habe ich nicht. Hat mich nicht erwischt. Aber wenn einer ein kleines Budget hat für und jemand anders Spaß hat hier an so 160, 200 PS in so einem vollwertigen Auto, der hat Klima, du hast hier ein Radio oder hast hier einen Kofferraum, sind 3000 Euro eigentlich lass vier wenig, sein. Wenig für das, was du hier bekommst. Lass vier sein. Ja. Ist ja so. Also, finde ich echt gut. Kaufempfehlung ist da. Ist da. Aber du, hin? Du hörst mir nie zu. Wolltest du nach BMW? Direkt? Ja, ich habe doch gesagt, wir holen direkt den Bus ab. Deswegen habe ich den Busschlüssel mitgenommen. Hier. Ja, guck mal, wie findet. Ah, einmal kurz für die Kommentare. Hier, guck mal hier. Diese Schlüsselanhänger. Habe ich mir als Muster machen lassen. Wären die was für einen Shop? Oder wären die nichts für einen Shop? Hm? Wollt ihr, dass wir die bestellen und im Shop packen oder eher nicht? Was sagst du, willst du einmal in Hand halten? Mit dem Haken hier und allem? Jawohl, mit Kamera in der Hand kriegst du das nicht hin hier. Achso, nee, aber nur die so mal angefasst. Also, es macht Bock. Es wird auch mit Sicherheit im trockenen Wetter erste, zweite Gang mehr Spaß machen. Weil, das ist schon cool. Ja, also zweite, dritte Gang ist zweite, dritte Gang ist cool bei dem Auto. Auch vierte noch beim Reinladen. Aber es geht ja um das Format. Will ich das jetzt haben oder will ich das nicht haben? Suche ich jetzt speziell, selbst wenn ich nicht den kaufen würde, weil ich lieber einen roten haben will, gehe ich gleich bei eBay, bei Mobile rein, suche so ein Auto und ich muss dir sagen, nein, mache ich nicht. Es war cool, es macht Spaß, es ist auch eine absolute Kaufempfehlung für jemanden, der was Kleines, Schnelles sucht. Da wäre eigentlich das Format kleines Auto oder schnelles Auto für wenig Geld, wäre das Daumen hoch. Wenn wir das Format jetzt umbenennen würden. Ja? Oder
Sleeper oder, weil das Ding ist so bieder von außen, da denkt doch keiner, dass das Ding 200 PS hat. Wenn du da die Schwiegermutter mitnimmst, erschreckt die sich doch im Beifahrersitz. Aber ich gehe jetzt doch keinen kaufen. Ich sag jetzt schönen Dank, geiles Auto, aber ich bin doch raus. Auch als Übergangsauto. Nee. Feierabend. Ja, also, bin gespannt, was ihr zu so einem neueren Auto sagt. Auch wenn es jetzt am Ende kein Willhaben gab, wie beim letzten Mal, bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Nächste Woche geht es schon hoffentlich mit einem anderen Auto weiter, was nämlich eigentlich geplant war, statt diesem Auto. Ich habe euch ja erzählt, 2 Liter, 16 V und so weiter. Da gab es leider Probleme und das Wetter hat auch nicht mitgespielt. Deswegen haben wir den jetzt mal dazwischen geschoben, weil das tatsächlich so ist, wie ich euch das sage. Ich wollte dieses Auto eventuell kaufen. Machen wir jetzt nicht, sind wir raus aus der Nummer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Tschüss.